Hi, ich bin Odemann und heute, Leute, ich kann nicht mehr reden. Und heute, Freunde, spielen wir Fortnite Roleplay. Und ihr habt schon wahrscheinlich im Titel gesehen, meine Mama zwingt mich, dass ich eine Frau heirate. Und deswegen muss ich mir jetzt irgendeine klauen und mal sagen, let's go zu dem RP. Digga. Was geht, Alter, Junge? Ich muss hier mal aufstehen, Digga. Ich muss mal meinen Arsch hochkriegen. Ich wohne in dem scheiß Wohnwagen, Digga. Was soll denn der Scheiß? Und meine Mutter rastet die ganze Zeit aus von wegen. Odemann, du brauchst Frau, du bist schon erwachsen. Geh dir eine suchen. Und ich würde mal sagen, ich gehe jetzt eine Frau suchen. Und davor müssen wir jetzt noch ein Auto klauen, weil ich bin arm. Und ich hoffe, keine Bullen werden mich fangen. Und, Freunde, ich habe auf Tinder gesehen, dass es eine neue Frau hier in der City ist. Beziehungsweise in der Nachbarstadt gezogen. Eine richtig geile, heiße, rothaarige Rote. Ihr wisst, was man über Rothaarige sagt. Umso rostiger der Dach, umso feuchter der Keller. Okay, ich habe jetzt getankt, let's go. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal die Frau abchecken und ich hoffe, auf dem Weg dorthin passiert nichts, irgendwas Krasses. Let's go, ein bisschen Musik hören. It's Friday night, it's Friday night, it's Sunday. Oh, scheiße, da sind die Bullen, da sind die Bullen. Ganz normal fahren, ganz normal fahren. Ich hoffe, die halten mich nicht an. Ich hoffe, die halten mich nicht an. Bitte nicht, ich habe nichts Falsches. Ich habe nur ein paar Waffen, aber nichts Falsches. Oh mein Gott, okay. Ich hoffe... Hält er mich an? Er hält mich nicht an. Will er mich anhalten? Warum lässt er mich überholen? Rechts ranfahren. Okay, ich muss rechts ranfahren. Oh mein Gott, ich habe das Auto geklaut. Oh mein Gott, okay. Bleiben Sie drin sitzen. Okay, Officer, Ma'am, Sir, Woman, Dingsbums. Sir? Ja, Ma'am. Warum sind Sie gefahren wie eine Schlange? Ich bin Fahranfänger und habe Angst vor Polizei, weil... ich ein bisschen angstlich bin. Außerdem war da hinten rechts vor links und du bist trotzdem übel schnell gefahren. Du hättest bremsen müssen. Oh, Entschuldigung, Sir. Scheiße. Das wird nie mehr passieren. Wallahi. Haben Sie Fahrzeugpapiere? Hier. Da. Dafür, warte, ich check kurz. Ja, checken Sie kurz. Warte kurz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hoffe, der checkt nicht, dass das Auto geklaut ist, Digga. Oh mein Gott. Ich muss ja meine Frau klauen. Beziehungsweise die Tussi. Okay, jetzt kommt. Hallo, Ma'am. Ja, hallo? Sie wissen schon, dass das Auto aber nicht für so fette Menschen wie Sie gedacht ist, ne? Ich versuche gerade abzunehmen, aber das funktioniert nicht. Ist in Ordnung. Nimm einfach ein bisschen ab und dann hat sich das geregelt. Okay, darf ich... Nächstes Mal gibt's ein Ticket dafür, dass du so fett bist. Okay, Ticket für Achterbahn, oder? Halt die Fresse, geh. Okay, tschüss. Oh mein Gott, okay, es ist nichts passiert. Zum Glück, Digga, zum Glück. Okay, und hier ist schon das Haus, wo die Chaya wohnt. Aber wir müssen mal kurz gucken. Die Polizei ist immer noch hinter uns und wir fahren wie eine gesenkte Sau. Wir müssen irgendwie versuchen, die Polizei abzuwimmeln. Okay, ich glaube, er hat mich nicht mehr gesehen. Ich glaube, er sieht mich nicht. Ich sehe sie und ich höre sie auch immer noch. Achso, ja, ich muss kurz hier meinen Reifen reparieren. Okay, er ist weg. Oh mein Gott, okay, let's go zu der Frau. Hoch zu der Frau, oh mein Gott. Ist ihr Vater noch da? Oh mein Gott, ich glaube, ihr Vater ist noch da. Warte, wir parken mal so ein bisschen daneben und lauschen erstmal, was die Chaya hier macht. Okay, ich mache mir jetzt einen Tee. Oh mein Gott, sie ist hier. Trinke ich ein bisschen. Oh. Aber ich muss ja noch... Du musst ja noch blasen, weil der noch zu heiß ist. Psst. Hallo? Hallo? Hier, guck mal am Fenster. Wer sind Sie? Psst. Am anderen Fenster, du dummes Stück Scheiße. Hallo? Psst. Ey, Puppe. Ey, wie heißt du? Jigowigole. Jigowigole? Ja. Ey, ich hab dich gesehen auf Tinder Minder. Ist dein Vater da? Nee, mein Vater ist nicht da, aber was willst du von mir? Ganz kurz, die Polizei randaliert hier gerade am Haus irgendwo. Ich bin in der Garage. Ach so, okay. Ich bin in Garage. Ey, Chaya, komm mal raus. Lass mal ein bisschen reden hier. Nein, ich hab Angst vor dir. Was willst du? Wallah, jetzt komm. Oh, scheiße, Tür war auf. Hallo, Ewa. Ey, geh raus zu meinem Haus. Ey, komm mal kurz mit. Ey, ich schmeiß mit heißem Tee auf dich. Ey, bitte nicht. Willst du mir nicht was anbieten? Ein Tee und dann gehst du wieder. Irgendjemand ist da. Oh mein Gott. Tanzi. Ey, stopp. Ey, Überfall. Deine Tochter gehört mir. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich hab dich gerade noch angehalten. Du entfernst dich jetzt von ihr und ich werde sie mitnehmen und heiraten. Aber bitte helf mir. Keine Waffen rausnehmen. Verpiss dich. Code 10, hallo, 10, 4, ey! 10, 4, 9, 9, 4. Ich mach eure Vasen kaputt. Oh mein Gott. Verstärkung. Kleiner Bastard. Ich hab ihn dann. Du kommst jetzt mit. Oha, okay. Ahmed, nein. FBI Ahmed, Oma nicht. Oma nicht. FBI, Bruder. Er macht den Bruder, Digga. Oh mein Gott, Freunde. FBI ist da. Wir müssen alle racken. Das Swipe. Okay, du kommst jetzt mit. Mädchen, du kommst jetzt mit. Du kommst jetzt sofort mit. Nein. Du kommst jetzt mit hier in die Garage. Du kommst jetzt mit. Okay, nevermind, nicht in die Garage. Komm mit. Ja, komm mit. Hallo.
Komm jetzt mit! Ich werde dich jetzt... Ja, ich komm da mit, Mann! Sag doch nicht! Ich werde dich jetzt heiraten und entführen! Steig ein! Warum? Du kleine Kachi! Hast du wenigstens Geld? Nein! Hä? Ich hab gedacht, du hast Geld. Mein Vater hat Geld, aber ich nicht. Wie, dein Vater hat Geld? Ich mag den eh nicht so. Wir können ihn abziehen, wenn du willst. Ja, okay, machen wir. Aber du musst erstmal Angst haben, dass ich dich entführe. Hilfe! Okay. Oh mein Gott, er ist schon da, der Bullen, Digga! Scheiß Bullen, Digga! Scheiß Bullen! Oh mein Gott! Bleib stehen! Du kleiner Pisser, Digga! Halt dein Schnauze! Oh, scheiße. Ich hab Angst! Oh mein Gott! Verpiss dich! Papa, hier bin ich! Ich muss ihn abwimmeln. Verfolgungsjagd. Ich habe 8 Sterne oder so. Oh mein Gott, wir müssen hier abbauen. Wir sind die Holy Hedges. Oh mein Gott, okay, wir müssen hierher. Wir müssen hierher. Nein, er ist schneller. Ich bin schneller. Verpiss dich dort. Ihr scheiß Bullen. Ihr kriegt mich gar nicht. Hallo, komm mal zurück. Ich zieh dich rein. Ich zieh dich rein. Komm zurück, ich zieh dich rein. Du klein Bitch, du bleibst jetzt hier. Steig aus, du klein Bitch. Komm mit. Du kommst jetzt mit. Los, lauf vor mir, lauf vor mir. Du gehst jetzt da rein. Da oben musst du reingehen. Warum? Da gehst du jetzt rein. Du bist meine Gefangene. Du bleibst jetzt hier. Ich rede mit deinem Vater. Ich muss den jetzt anrufen, den Vater, und dann muss ich irgendwie den zwingen, dass er mir seine Tochter verkauft. Grr, grr. Hallo. Grr, grr. Du stehst hinter der Mauer, du dummes Stück Scheiße. Ja, ey, ich hab deine Tochter in so einer Fabrik drin. Wenn du willst, dass sie noch lebt, komm zur Fabrik ohne Waffen, ohne nichts. Okay, dein Vater kommt jetzt, du kleine Kachi. Er wird dich umbringen. Nein, wir brauchen noch einen Pastor. Er wird uns trauen, ich sag's dir. Kannst du gut kochen? Nein. Wie nein? Hä? Selbst ist der Mann, denkst du, ich koche heutzutage noch? Hallo, wir haben 2021. Junge, du Kachbar, du wirst kochen. Du wirst mir Adana-Kebab machen. Du wirst mir schön alles machen. Reissoße mit Käse-Mayonnaise. Nein. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Okay, wo ist dein Vater? Der kommt jetzt gleich. Ich bin eine moderne Frau. Du bist keine moderne Frau. Du kriegst Kopftuch, du Kachbe. Hier, Digga, hier siehst du das. Hier, hier siehst du das. Hier ist mein Messer, Bruder. Hier, hier. Ey, ey. Bosch, Papa ist hier. Ey, stopp, stopp, lass stopp. Lass sie gehen. Stopp. Beruhig dich, beruhig dich. Lass uns kurz Waffen weglegen, komm. Und wir reden ganz normal. Du zuerst. Du zuerst. Warte, ich dreh drüber. Okay, dreh drüber. Oh, oh, krank, okay, heftig. Du kommst jetzt mit. Komm mit in mein Büro. Das ist jetzt mein Laden hier. Warte, komm in mein Büro. Warte. Kaffee Food. Pass auf, ich will deine Tochter kaufen. Ich will sie zwangsheiraten. Und du wirst uns trauen. Ich geb dir Geld. Hier, 10 Holz. 10 Moneten. Zeig mal Vertrag. Warte, ich schick dir Vertrag hier. Ja? Bruder, aber kannst du das nicht machen, ohne Waffe an meinen Kopf zu halten? Bruder, ich hab keine Waffe. Lan hier, guck doch. Vertrau dir nicht, Digga. Hallo? Austin, was ist das hier hinten bei dir drauf, Junge? Wie hast du da entführt? Digga, das ist mein Baby, Digga. Pass auf, okay? Pass lieber auf. Also, machst du jetzt Zwangshochzeit mit deiner Tochter oder nicht? Safi, wir machen. Komm jetzt. Du uns traust uns. Ja! Ich hab Einverständniserklärung von deinem Vater bekommen. Hä, warum bist du so? Du stellst dich jetzt. Leid. Komm jetzt her. Ich musste dich verkaufen. Aber zahlst du die Hochzeit? Ups. Ich zahl gar nichts. Ey, wir zahlen gar nichts. Okay, ey, wir machen jetzt so. Stell dich neben mich. Wir heiraten jetzt. Ich krieg 10 Golddublonen dafür, dass er dich heiratet. Halt, jetzt rede, hör auf. Hör auf, jetzt rede wie ein Priester. Hör auf zu weinen, du Kachber. Fang an. Du denkst, ich weiß, wie ein Priester redet, Junge. Ich bin Kanacke. Google kurz. Er sagt, weißt du, wie ein Priester redet? Ich bin Kanacke. Liebes okay. Brautpaar, ja. Sie sind in dieser entscheidenden Stunde ihres Lebens nicht allein. Sie sind umgeben von Menschen, die euch nahestehen. Sie dürfen die Gewissheit haben, dass sie mit unserer Gemeinde und mit allen Christen... Was? Komm, laber nicht so, Digga. Komm, mach kanakische Version jetzt. Mit Shisha-Bauch. Ich frage euch hiermit, sind sie hergekommen und nach reiflicher Überlegung aus freiem Entschluss mit ihrer Braut den Bund der Ehe zu schließen? Die Lara, ich will! Wollen sie ihre Frau lieben und achten, ihr die Treue halten, alle Tage ihres... Ach, halt dein Schnauze, die Lara! Lara, sag einfach umändern, Junge. Mach einfach. Die Lara, ich will. Sag. Halt die Schnauze, ich rede hier. Okay, Entschuldigung. Noch kurz ein Jack Cola. Willst du meine Tochter heiraten? Ich will deine Tochter heiraten. Die Lara, ich liebe dich und ich will, dass du Kopftuch trägst. Hallo? Frauenbewegung 2021? Halt deine Schnauze, Junge. Sag jetzt einfach ja und wir heiraten. Hab ich auf TikTok gesehen. Heiraten wir jetzt. Ja. Perfekt. Okay, danke. Alhamdulillah. Aber du musst wissen, meine Tochter ist keine Frau. Die ist Xier. Tja, Bruder. Verarscht? Warte mal. Ist das nicht meine Cousine? Danke für dein Geld, Digga. Jetzt, Jungs. Ey! Ihr Kleinen! Oh mein Gott! Okay, das Video ist vorbei. Oder Digga, er fühlt seine Jungs richtig hart. No. Er gießt so alles hin, Digga. Freunde, das war die erste Folge Fortnite RP. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls ihr noch eine Folge wollt, dann sprengt bitte den Like-Button, Leute. Und checkt natürlich die Jungs ab. Bei KidMiff haben wir auch eine RP-Folge aufgenommen. Deswegen checkt auch KidMiff seinen Kanal ab. Und die Folge, Freunde. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Haut rein und... Warte, ich muss niesen.
Ich hab gejinxt, sorry. Du hast echt gejinxt, Digga. Ciao.